Hallo meine lieben Natural Lifestyle Freunde, hier ist wieder Carmen Richter für euch auf diesem Kanal mit einem neuen Video. Heute geht es in diesem Video um meine automatische Lieferservicebestellung bei Young Living im Mai 2021. Ja, ich habe mein Paket, das große auf jeden Fall schon geöffnet, ein kleineres auch schon geöffnet, damit hier das nicht zu lange dauert und ich mehr Zeit habe, euch über den Inhalt aufzuklären. Ja, ich bestelle seit 2013 bei Young Living regelmäßig. Ich nutze dafür den automatischen Lieferservice und nutze auch ein Großhandelskonto. Das bedeutet nicht, dass ich irgendetwas bei Young Living vertreiben muss oder für Young Living vertreiben muss. Alles ist da sehr, sehr flexibel. 2013 habe ich ein paar wertvolle, richtig krasse Erfahrungen machen dürfen mit diesen hochwertigen ätherischen Ölen und den anderen Produkten von Young Living. Und da war mir klar, ich möchte jedes ätherische Öl, was Young Living auf den Markt bringt, probieren, selbst an meinem Körper mit diesem Instrument erfahren und euch den Mehrwert dann darüber auch teilen. Der Gary Young, der Gründer von Young Living, der war ja selbst so jemand, der geforscht hat und immer geguckt hat, was es sozusagen in der Welt alles so gibt, was uns eben tatsächlich selbst helfen kann, was unsere Selbstheilungskräfte mehr aktiviert oder harmonisiert, ja, die sozusagen uns zurück zur Natur bringen. Und der Gary Young, der hatte ja einen ganz schlimmen Unfall gehabt in seinem Leben vor Young Living. Er war am Holzfällen in einem Wald und dann ist im Winter ein Baum auf ihn gefallen. Und er konnte viele Jahre lang nicht gehen. Er lag also gelähmt in einem Krankenbett und hat immer davon geträumt zu gehen. Und ja, das hat er dann auch über viele, viele Jahre dann geschafft. Also er war so ein Visionär auch, der gesagt hat, das, was ich träumen kann, das kann auch tatsächlich sein. Also wenn ich das träumen kann, wenn ich irgendetwas mir im Traum vorstellen kann, dann muss das auch tatsächlich möglich sein. Ja, und so ist er dann auch wieder auf die Beine gekommen durch ganz, ganz tolle Mithilfe von indigenen Völkern. Und dann hatte er aber noch unglaublich dolle Schmerzen und sein Lebensgefühl, also seine Lebensqualität war noch nicht so in der Hinsicht, dass er gesagt hat, ja, damit kann ich so leben und hat natürlich weiter geguckt, was seine Lebensqualität verbessern kann. Und dann ist er natürlich unter anderem auch auf die ätherischen Öle, die es schon damals auf dem Markt gab, gestoßen und hat die dann probiert und hat deren Qualitäten schon erfahren und meinte, wow, das ist ja toll, was das so tut, ne, wie das meine Lebensqualität steigert, und hat da so genauer hingeschaut und festgestellt, dass es eigentlich überhaupt keine reinen Öle, keine wirklich 100% reinen ätherischen Öle auf dem Markt weit und breit gibt. Und so hat er gedacht, na gut, was passiert denn, wenn ich wirklich ein reines Öl verwende? Dann, also wie ist dann die Auswirkung auf mich? Ne? Weil er hat ja wunderbare Erfolge schon gehabt mit den im Handel erhältlichen Ölen. Und so baute er mit Freunden seine erste Destillerie und destillierte seine ersten Öle und hat dann unglaublich tolle Erfahrungswerte sammeln können, die er der Welt nicht vorenthalten wollte, und hat gedacht, so etwas Tolles, das muss in jeden Haushalt hineingebracht werden. Und das war dann quasi die Mission von ihm. Ja, über diesen schweren Unfall hat er seine Berufung gefunden. Und seit über 25 Jahren ist Young Living Marktführer weltweit und hat darüber hinaus das Seed-to-Seal-Verfahren entwickelt. Also vom Samen bis zum Siegel, bis zum verschlossenen ätherischen Ölfläschchen, liegt alles in einer Hand, wird alles hoch qualitativ geprüft, und wenn es nicht den Qualitätsstandards
entspricht, dann kommt es zum Beispiel zurück auf die Felder. Und die Felder haben natürlich auch etwas Schönes davon, von solchen tollen Essenzen. Und ja, das ist so ein kleiner Ausschnitt aus der Geschichte. Und wenn ihr meine Videos verfolgt, wenn ihr mich auf meinem Kanal hier Carmen Richter auf YouTube verfolgt, dann wisst ihr, dass ich dem Natural Lifestyle sozusagen für mich verfallen bin, sozusagen. Ich bin so ein ganz hochfeines Wesen. Also meine Messinstrumente funktionieren sehr, sehr gut und mit stetiger Reinigung über die Jahre immer besser. Und somit kann ich sehr gut immer fühlen, was mir gut tut und was nicht. Und dann müssen dann irgendwann auch die Konsequenzen folgen. Ansonsten, ja, habe ich immer gemerkt, dass meine Lebensqualität absteigt bis unerträglich wird. Und deswegen Natural Lifestyle, ja, der natürliche Lebensstil. Und ja, da gibt es einen Instagram-Account, der ist unterstrich unterstrich natural unterstrich lifestyle unterstrich unterstrich. Da könnt ihr so ein bisschen in Bildformat und auch in Videoformat sehen, was ich so tue, worum es mir so geht. Und es ist so ganz holistisch bei mir, ja, so ganzheitlich. Ohne Ganzheit kann man das Ganze ja auch nicht wirklich verstehen und auch nicht wirklich durchleben. Da kommt man irgendwann an die Grenzen der Schubladisierung, die man so beigebracht bekommen hat, ne? Das alles irgendwie so in Schubladen zu denken. So, ah ja, das gehört dahin, das gehört dahin. Aber doch alles ist ja eine Einheit, ein Ganzes, ja, ein Komplex. Und deswegen, das habe ich schon ganz früh verstanden, kann man nicht einfach nur so oberflächlich auf zum Beispiel nur der Verstandesebene etwas betrachten, sondern man muss auch gucken, was macht es auf der emotionalen Ebene. Oder was macht sozusagen ein Nahrungsmittel auf die verschiedenen Ebenen? Was hat das für Auswirkungen auf die Umwelt und so weiter und so fort? Ne? Was macht es, wenn ich, was weiß ich, heute hatten wir das Gespräch, was macht es, wenn ich tatsächlich sage, okay, ich will es mir jetzt einfach machen, ich habe ein Problem mit Ratten meinetwegen und ich streue da jetzt Rattengift aus. Was macht das dann? Ne? Dann denkt man, ja gut, dann habe ich die Rattenplage da besiegt und fertig. Das ist quasi nicht holistisch gedacht, nicht ganzheitlich. Ganzheitlich wäre dann zu denken, okay, was ist, wenn diese Ratte etwas davon gefressen hat, jetzt rumläuft, so ein bisschen lethargisch ist und die nächste Katze, vielleicht auch noch die eigene Hauskatze, hat leichtes Spiel, fängt die Ratte, schnabuliert die und hat das Gift in sich. Ätzend. Ne? Oder ein Greifvogel, ja, von denen es auch nicht mehr so viele gibt jetzt durch die Industrialisierung und die Monokulturen und so weiter, der sich dann irgendwie die Ratte schnappt. Ne? Oder was passiert mit dem Boden, den man doch eigentlich begärtnern möchte mit wunderbaren biologischen Sachen, die man dann in sich hineintut, wo dann auch dieses Rattengift mit drin ist. Ja, das funktioniert einfach nicht, wenn man dann ganzheitlich denkt. Und so ist es für mich ganz, ganz wichtig, darauf hinzuweisen und eben auch so zu leben und ein Vorbild auch zu sein. Also ja, ich merke auch, dass ich schon für viele in der einen oder anderen Weise ein Vorbild geworden bin. Und wenn ich dann sehe, die schauen mir so auf die Finger, dann ist es für mich natürlich auch umso wichtiger, das macht mir umso bewusster, dass es wirklich absolut notwendig ist, sich zu hinterfragen, ob das, was man tut, tatsächlich nachhaltig auch ist oder dass das Wachstumspotenzial hat. Ne? Auch wenn vielleicht noch nicht alles stimmig ist oder so, aber dass es auf jeden Fall in eine gute Richtung geht, die sozusagen zu mehr Gesundheit, zu mehr Bewusstsein und zu höherem Wohlbefinden führt. Ja? Mehr hin zu deinem Ideal sozusagen. Gut. Und da unterstützen mich eben die Produkte von Young Living auch absolut. So, und jetzt werde ich mal anfangen und in das erste Päckchen reingreifen. Also es ist ein Päckchen im Päckchen. So. Diese Kisten zum Beispiel, die verwende ich auch mehrfach wieder. Die sind immer so wunderschön. So, und dann mache ich jetzt auf und ziehe tarotmäßig und zeige euch dann, ah ja, das sind jetzt gleich mehrere. Die hole ich jetzt mal hier so raus. Und
und sag euch, was das soll. So, hier, da steht es schon drauf. Car Vent Diffuser. Das sind kleine Geschenke, die ich verteilen möchte. Ich mache zum Beispiel, ich habe kein eigenes Auto und das ist auch ein bisschen eine eigene Sache immer, wenn mir sowas auffällt. Ich habe das früher auch gehabt, dass ich immer gerne diese Duftbäumchen oder irgendwelche Duftgeschichten im Auto gerne gerochen habe. Seitdem ich aber seit vielen Jahren eben mich immer mehr so reinige und mein Körpersystem mehr wahrnehmen kann, was tatsächlich wohlriechend ist und was eher sozusagen vergiftend wirkt, ja, finde ich die eigentlich total schrecklich, diese ganzen synthetischen Chemiebomben. Und da gibt es etwas bei Young Living, das kann zum Beispiel so aussehen. Ja? Das ist jetzt hier so quasi so Silver Grey. Und das ist ein Diffuser fürs Auto. So. Und ich nehme das mal raus. Und da sieht man hier sozusagen eine Klemme. Und da kann man sozusagen in die Lüftungs... Lamellen, das so draufstecken. Und hier geht es an der Seite, gibt es eine Öffnung. So. Und da kommen dann diese bunten Pads hier ins Spiel. Da sind also mehrere von diesen bunten Pads. Und dann sucht man sich halt eine Farbe aus. Ich nehme jetzt mal meinetwegen auch grau, so passend zur Farbe. Und dann steckt man das hier so rein und dann kann man sich aus seinem Öletäschchen, was man praktischerweise und vorzugsweise, was ich jedem empfehlen kann, mit sich führt. Das ist sozusagen wie so eine, heilige Balance-Mittelbox to go, dass man die auf jeden Fall immer dabei hat, ne? Seine Pflegemittel, seine Mittelchen, die einem schnell mal eben unterstützen können, wieder zu sich zu kommen für alle möglichen Belange. So sieht meine To-Go-Box jetzt gerade aus. Also wer da Lust hat, dass ich da mal wieder ein Upgrade-Video von mache, ich habe schon einige davon auf meinem YouTube-Kanal Carmen Richter hochgeladen, wo ich darüber spreche, was ich so in meiner To-Go-Ölebox mit mir führe und wofür das alles ist. Wenn ihr da Lust zu habt, dass ich mal wieder eins mache, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde dann das bei Interesse auf jeden Fall machen und euch erzählen, was das hier alles so Tolles ist. Und von denen kann man zum Beispiel, da gibt es dann jetzt ja gleich so einen Tipp, ich deute das mal nur jetzt so an. Zum Beispiel, wenn man mehr Fokussiertheit möchte beim Autofahren, ja, und man hat, man merkt, man ist irgendwie müde, man hat vielleicht ein schweres Essen gegessen oder man fährt schon einige Stunden, man steckt im Stau oder man braucht auf jeden Fall Konzentration, man kann sich nicht mehr so fokussieren, man ist vielleicht wirklich müde, die Augen brennen und man hat kaum Energie, ja, und man kann sich nicht konzentrieren, weil man irgendwie vielleicht vernebelt ist, foggy, keine Ahnung warum. Ne, dann ist Pfefferminze eins der allergeilsten Öle, die ich euch empfehlen kann, zu verwenden. Und die könnt ihr dann in diesen Carvent Diffuser rauftropfen. Also dann macht ihr wieder dieses, dann öffnet ihr sozusagen das Ganze, tropft dann, so 5, 6, 7 Tropfen drauf. Und steckt das dann an eure Lüftung und schaltet die dann eben ein. Und dann wird der ganze Raum im Auto wunderbar genährt und gesättigt von diesem wunderschönen Pfefferminzöl. Und das Tolle ist, dass halt zum Beispiel auch Autos, die neu sind, ja, die haben so Ausdünstungen, so nach Plastik. Und das sind ja auch alles so Weichmacher und Stoffe, die einfach nicht gut tun. Und da kann man auf jeden Fall auch sich behelfen, dass man da nicht diese giftigen Dämpfe so viel einatmet, sondern dass man dann eben auch sich wieder klärt und energetisch reinigt. Und dann ist die Pfefferminze zum Beispiel auch ein wunderbares Öl,
Oder dafür zum Beispiel auch das Purification, das heißt sogar Reinigung. Ja, das ist auch ein richtig tolles, geiles Öl. Jetzt gerade auch, wenn es so mehr die Sommermonate ist, so die Leute lieben Purification auch. Ne? Und Pfefferminze eben auch. Und das kann man halt dann gleichzeitig, wenn man schon sich den Raumduft gönnt und man ist müde und man möchte mehr Konzentration, die Augen brennen und man möchte wieder wacher sein, fitter, agiler, ne, geklärter, klarer sehen und so weiter, ne, fokussiert bei der Sache bleiben, dann kann man sich ein bisschen was von der Pfefferminze auf die Schläfen packen, vielleicht auch aufs Stirnchakra, ne, da wo wir das innere Auge haben, was quasi das Visionsauge, ne, dass wir das auf jeden Fall machen. Man kann auch ein bisschen so dann noch so unter oder an die Nase reiben, dass da eben auch noch ein bisschen was durchkommt. Das kann man ganz gut tun, während man eben auf einer Ampel ist oder so. Ne? Wichtig ist dabei zu beachten, dass man wirklich hier hinten dann das Öl aufträgt und nicht zu viel, weil ätherische Öle, anders wie Wasser, eben gerne auch verlaufen und dann gerne auch die ganzen Hautfältchen nachlaufen und dann eben ins Auge auch wandern können, was dann während der Autofahrt nicht so praktisch ist. Ist nicht schlimm, es brennt ein bisschen, aber nicht doll. Es reinigt auch schön die Augen, also es ist wirklich sogar reinigend, aber es ist nicht förderlich für die klare Sicht während des Autofahrens. Also dann soll man wirklich aufpassen, ne? Dass man da nicht zu nah rankommt. Ansonsten Empfehlung, immer ein Fettöl am Start haben, weil ein Fettöl kann ein ätherisches Öl, was keine Fettmoleküle enthält, emulgieren und somit dann das Brennen oder die Schärfe oder diese reizenden Stoffe, die unter anderem auch in ätherischen Ölen drin sein können, binden. Und ich mache es mir dann immer ganz leicht. Ich habe hier so einen Lavendel-Lippenbalsam von Young Living ja auch noch mit in meiner To-Go-Tasche drin. Und dann mache ich einfach hier so ein bisschen was auf meinen Finger. Und wenn ich merke, so, oh, es ist ans Auge gekommen, dann schmiere ich mir das so ein bisschen drumherum. Ansonsten mache ich es mir auch gerne auf die Lippen. Auch da ich jetzt noch Pfefferminze drauf habe, habe ich dann gleich so ein bisschen so einen kühlenden Effekt auf den Lippen. Also es ist ganz schön. Wunderbare Tipps. Wer übrigens meine Video-Sachen toll findet, der kann gerne auch liken und das sozusagen damit beteuern und einen Wert zurückgeben. Der kann auch gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr merkt, hey Mensch, die erzählt immer so tolle Sachen, da möchte ich dranbleiben. Dann abonniert meinen Kanal, weil so bleibt ihr immer auf dem Stand der Dinge. Alles, was ich hochlade, wird euch dann angezeigt, wenn ihr die Glocke auch noch drückt. Und dann könnt ihr halt immer schauen, so, was euch so interessiert. Ne? Ich bin ja so komplett umfangreich. Ne? Also bei mir gibt es zu allen Themen Videos. Es gibt kein Tabu. Und wenn ihr Lust habt, mal von mir über irgendwas zu hören, schreibt es mir in die Kommentare. Und bei Gelegenheit mache ich ein Video dazu. So, und somit werde ich so eins meiner Mitfahrgelegenheit schenken, mit der ich immer zusammen einkaufen fahre, wenn irgendwas zu besorgen ist. Und dann wird sie wunderbar im Auto duften. Und ich bin endlich diesen synthetischen Gestank los. So, weiter geht's. Ja, wie wunderbar. So, das ist eine wunderschöne Tasche mit einem Karabinerhaken. Passt perfekt an jede Sporttasche oder irgendwo dran, wo ihr es halt safen wollt, an euren Reiserucksack oder was auch immer ihr machen wollt, wenn ihr unterwegs seid. Hier kann man zum Beispiel ein Ningxia Red parken oder eine Tube Ningxia Nitro reinparken. Man kann aber auch sein Handy hier reinparken. Das ist sozusagen noch eine wunderschöne Extratasche, wo ihr auch meinetwegen Geld reintun könnt oder was auch immer, Karten, was euch wichtig ist. So, das ist ein ganz tolles Set und zwar für Leute, die sich gerne bewegen, ja, die gerne Sport machen zum Beispiel, die gerne laufen gehen oder ja, Fitness oder Yoga. Das ist das Set dazu. Ein ganz, ganz tolles, gepacktes
richtig geiles Set. So, das ist das Active and Fit Kit. Aktiv und Fit Set. Und in diesem Set seht ihr sozusagen 2, 4, 5 ätherische Öle und Ölmischungen und ein Cool Azul Sports Gel und 3 von Roll-On Aufsätzen, die man sozusagen auf die Fläschchen wahlweise raufmachen kann und den Tropfer dafür abnimmt. Jetzt erkläre ich euch mal, wie das funktionieren kann. Zum Beispiel, ihr wisst, dass ihr mit Gelenken so Sachen habt. So, zum Beispiel, ich habe das, ja. Meine Gelenke, die sind, ich bin gelenkaffin, so nennt man das, das wollte ich gerade sagen. Das bedeutet, dass meine Gelenke eher feinerer Art sind und schnell auch mal reagieren auf Überbelastung. Und da ist es zum Beispiel sehr, sehr schön, wenn man die eben vorher, vor dem Sport, wenn man jetzt zum Beispiel Yoga machen möchte, ne, oder irgendwelche Aktivitäten wie Klimmzüge oder Handstand oder wie heißen die noch? Weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall etwas, was halt eben die Gelenke beansprucht. Dann kann man zum Beispiel vorher schon die Gelenke ein bisschen flexibler machen und kann zum Beispiel mit diesem Öl arbeiten. Deep Relief. Das ist nur in dem Active und Fit Kit als ätherische Ölmischung für uns zur Verfügung. Ansonsten gibt es hier in der To-Go-Tasche, habe ich immer meinen Deep Relief Roll-On am Start. Und den kann man halt eben auch zum Roll-On machen mit diesen Roll-On Aufsätzen. Und hier hat man ihn halt schon bei Young Living, kann man ihn schon so kaufen. In der 10 Milliliter Variante. Richtig, richtig cool. Und da kann man auf jeden Fall seine Gelenke mit rollern oder auch alles andere, was so irgendwie neigt zu spannen, zu krampfen oder so, ne? Wo ihr merkt, so ihr seid da nicht so flexibel, da ist halt Deep Relief richtig toll, zum Beispiel. Oder ihr wollt, also es ist auch sehr erfrischend unter anderem, ne? Und oder ihr wollt halt auch so ein bisschen, dass mehr Sauerstoff reinkommt, dass ein bisschen alles noch ein bisschen mehr atmen kann, dann ist Eukalyptus Radiata richtig cool zu verwenden, ne? Dann ist das halt eben auch mit dabei. Also wenn ihr quasi den höchsten Komfort haben wollt und richtig schön Sauerstoffboost haben wollt, dann könnt ihr das noch mit unterstützen. Dann gibt es hier eine Flasche Thieves mit drin. Das ist eine Ölemischung, die der Gary Young in einem Museum wieder entdeckt hatte. Damit haben sich 4 Öl- und Gewürzhändler damals mit einem Essigauszug aus diesem besagten, aus dieser Mischung sozusagen vor der Pest geschützt und sind auf Raubzüge gegangen in dieser Zeit und haben Kranke und Tote beraubt. Und diese Thieves-Mischung hat es wirklich in sich. Also man kann auch das zum Beispiel benutzen, wenn man darunter, also dazu neigt, zum Beispiel kalt zu werden. Ja? Wenn man jetzt rausgeht und man will laufen gehen, aber es ist zum Beispiel kalt und nass, dann kann man zum Beispiel vorher sich die Fußfesseln oder auch unter die Fußsohlen Thieves draufgeben, weil das wunderschön wärmend auch ist. Da ist unter anderem zum Beispiel die Zimtrinde als ätherisches Öl drin. Das gilt als sogenanntes sehr heißes Öl und kann die Durchblutung da unglaublich fördern. Ja? Das ist auch wichtig, wichtig für die Beweglichkeit, für die Flexibilität, sodass auch wirklich alles gut funktionieren kann. Das kann man vorher machen, kann man nachher machen. Ja, wenn man was Wärmendes möchte, wenn man sich zum Beispiel auch verzogen hat oder so, dann kann man wunderbar dann eben auch statt so einem Wärmepflaster, wo man auch nicht weiß, was drin ist und dann hat man ja auch noch dieses Plastikzeug, sich einfach ein paar Tropfen Thieves drauf machen und hat dann halt diese wunderbare Wirkung, ne, wenn man dann auch noch ein schönes warmes Handtuch drüber legt über die Stelle. Richtig, richtig schön. Ja, dann ist hier auch die Pfefferminze am Start, über die ich gerade schon ein bisschen gesprochen hatte. Die Pfefferminze gilt als verstärkendes ätherisches Öl. Das hat also die Möglichkeit, ein Tropfen eines anderen Öls um die dreifache Dosis zu stärken, also in der Wirkung zu verdreifachen. Wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, man gibt einen Tropfen Thieves mit einem Tropfen Pfefferminze, dann hat man ungefähr dann die dreifache Wirkung des Thieves da. Das hier ist halt eben auch wirklich sehr kühlend, sehr erfrischend, energiespendend und
Was auch ganz toll ist, wenn man zum Beispiel nichts mehr zu trinken hat, gerade wenn man Sport macht zum Beispiel und man hat Durst, dann kann man sich einen Tropfen unter die Zunge tun. Man kann dazu aber auch, wenn man es jetzt schlucken will, die Pfefferminze Plus nehmen. Dann ist man auf jeden Fall rechtlich auf der Seite, ne? Das hier darf man nur bis in den Mundraum anwenden, weil es ein Kosmetikartikel gelabeltes Etikett trägt. Das hier ist ein Nahrungsergänzungs gelabeltes, also für Nahrungsergänzungsmittel zugelassen, ist aber dasselbe drin. Also es geht nur um die rechtliche Form. Ne? Auf jeden Fall unter die Zunge oder auf die Zunge und es ist so erfrischend und es stoppt Durst. Da habe ich schon ganz oft verwendet. Ganz, ganz toll. Und dann haben wir halt in diesem Active and Fit Kit auch noch das Copaiba-Öl. Das ist vom Copalbaum Copaifera. Und das ist aus Südamerika. Das benutzen dort die Ureinwohner für alles Mögliche. Also es ist ein Allrounder-Öl. Auch das ist ein Verstärkeröl, sollte aber dann nicht mit Pfefferminze verwendet werden gemeinsam, weil das sind beides so Leaderöle, ne? Also Führeröle. Und man sollte sich dann entscheiden, entweder nehme ich jetzt Deep Relief oder Pfefferminze. Wer keinen kühlenden Effekt hat, haben möchte, weil er vielleicht zur Kälte neigt oder was auch immer, der sollte dann eben Copaiba als Verstärkeröl verwenden. Ansonsten ist es eben auch ein sehr, sehr unglaublich pflegendes Öl. Ist verwandt mit dem Weihrauchbaum und kann somit eben auch für diese Zwecke angewendet werden. Also wenn man zum Beispiel vorhat, eine längere Strecke zu joggen, man hat aber zum Beispiel Widerstände in sich drin und also so, ne, so Kopfwiderstände, oh nee, und so, man merkt so, oh, das Laufen ist vielleicht schwer, da kann man in eine schöne Stimmung reinkommen, wenn man Copaiba verwendet. Und die beste Verwendung ist, sich einen Tropfen auf die linke Hand zu tropfen, es zu aktivieren im Uhrzeigersinn dreifach, dann die Hände vor der Nase halten, es aufklappen wie ein Buch und eine Minute inhalieren. Ja, dann macht man. Ja, dann können diese Dämpfe überall hinkommen und wirken unglaublich schnell. Also so ein hochwertiges ätherisches Öl ist innerhalb von wenigen Minuten, manche sogar in wenigen Sekunden im ganzen Körper angekommen. Also die sind so fein, dass sie durch jede Zelle, durch jede Pore überall durchkommen. Auch durch die Blut-Hirn-Schranke, auch durch die Plazenta. Deswegen achtet darauf, dass es wirklich hochwertige Öle sind und kauft euch nicht irgendwas, wo ihr nicht sicher seid. Fragt jemanden, der euch da beraten kann. Ich mache das gerne für euch, wenn ihr noch nichts davon wisst. Schreibt mich an, ich gebe euch kostenlos gerne umfangreich eine erste Beratung. Ja, hier in dem Active and Fit Kit ist natürlich auch noch eine Broschüre mit dabei, auch nochmal, die sozusagen diese einzelnen Öle nochmal beschreibt und was ihr damit tun könnt. Und dann gibt es natürlich noch dieses wunderschöne Cool Azul Sports Gel. Ja, da sind viele, viele schöne Sachen drin, unter anderem direkt als erstes Aloe Vera Blatt Extrakt. Ja, ups. So, das passiert manchmal. Nehmen wir sportlich. Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht in den Ohren gescheppert. Aber ja, das passiert manchmal hier. Ich brauche mal ein neues Stativ. Das ist nicht mehr das Neueste. Und dadurch, dass wir in Kapitalismus leben und die Wegwerfgesellschaft kultivierten, was wir hoffentlich jetzt bald nicht mehr machen, gehen die Sachen natürlich auch schnell kaputt, ne? So, Cool Azul Gel. Richtig geil. Hier sind hochwertige ätherische Öle drin, die man verwenden kann, wenn man zum Beispiel jetzt, ne, man ist umgeknickt oder man hat sich verkrampft, verzogen, die Stelle ist kalt geworden oder was auch immer, dann kann man, naja gut, kalt nicht unbedingt, aber wenn ihr sozusagen etwas Kühlendes möchtet, ihr habt irgendwie, ihr fühlt euch unwohl an irgendeiner Körperstelle, dann könnt ihr das verwenden. Das ist so, so schön. Das enthält unter anderem auch Wintergrün. Das ist so etwas, was in Pferdesalben zum Beispiel mit drin ist. Da, wo dann einfach Entspannung, Erleichterung, wieder flüssigeres Laufen passieren kann, ne? Wo alles wieder so mehr harmonisiert werden kann. Also dieses ganze Active and Fit Kit ist darauf ausgelegt, dass du
wirklich schön Wellness machen kannst, vor, während und nach deiner Aktivität. Ja, ganz, ganz toll. Wer da schon was zu weiß, also wer das schon genutzt hat und vielleicht auch noch ein paar Tipps geben möchte, schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist bestimmt auch ganz, ganz schön für andere zu lesen. Nicht nur von mir, was das so bringt, sondern eben auch von Leuten, die das schon auch noch benutzt haben und gerne das für die Menschen noch mit weitergeben wollen. Das ist ein wunderschönes Geschenk übrigens auch. Also sowas habe ich schon zu Geburtstagen verschenkt an Leute, die sehr aktive sind und die das dann auch wirklich dankbar angenommen haben. Ja, das ist ein wirklich hochwertig tolles Geschenk. Und was kann man Schöneres schenken als etwas, was jeden Tag täglich einen Mehrwert für diese Person gibt? Und das ist sowas. Also für Leute, die aktiv sind oder auch aktiv werden wollen, ideal. Schnackt mich gerne an. Ich kann euch zeigen, wie ihr das zu 24% günstiger bekommt als wie im Einzelhandel und noch viele weitere Goodies. Jetzt greife ich wieder rein, das nächste. Ja, das hier ist ein Lavendel Floral Water, also das Pflanzenwasser, in dem der Lavendel destilliert worden ist. Ich zeige euch mal das Öl davon. Das ist das ätherische Öl von Young Living. Ne? Und das hier ist das Pflanzenwasser. Das ist sozusagen, sind alle Pflanzenstoffe drin, außer, naja, doch ein bisschen ätherisches Öl ist ja auch drin, aber das ganze Wasser, ne, das hier, das ätherische Öl ist ja kein Wasser. Das ist ja eine Essenz, ein ätherisches Öl, also ein Geist sozusagen, ja? Etwas Geistiges. Ja? Das ist keine Materie mehr fast. Also es verfliegt auch, ne? So ein Tropfen verfliegt doch ganz schnell, wenn er echt ist und nicht synthetisch. Dann bleibt nichts zurück, keine Flecken, ne? Wie bei unechten Ölen oder vermischten Ölen, nicht 100% reinen Ölen. Und das machen 98% auf dem Weltmarkt aus. Die sind unrein, die sind gestreckt und da weiß man nicht mal was davon, ne? Weil das muss nicht deklariert werden. Deswegen ist es sehr wichtig, sich jemanden zu Rate zu ziehen, der da ein Experte drin geworden ist. Ne? Könnt ihr mich wirklich gerne anschnaggeln. Und das hier ist eben das Destillatwasser. Und das ist so schön. Ich liebe diese Destillatwässer mittlerweile. Ich habe früher mal gedacht, ach, wer braucht die denn? Aber jetzt weiß ich durch diese Ganzheit, ja, die ich jetzt verstanden habe, ja klar, das hier ist der ganze Rest von der Pflanze, der hier drinnen ist. Und das ist so schön, wenn man die wieder zusammenbringt, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Anwendung machen will. Ein ätherisches Öl funktioniert viel besser, wenn man Wasser mit integriert. Ne? Wasser und ätherische Öle lieben sich, also die steigern sich in ihrer Aktivität. Und das heißt, man kann die Wirkung potenzieren. Man hat sogar die Möglichkeit, einen Tropfen viel besser zu verteilen, wenn die Hautstelle da feucht ist, wo man das auftragen will, als wenn sie trocken ist. Ja, dann verbraucht man meistens mehr ätherisches Öl, als wenn man jetzt vorher die angefeuchtet hat die Stelle, ne, die man behandeln möchte, versorgen möchte. Und zum Beispiel liebe ich das sehr, nach einem Sonnenbad das Pflanzenwasser vom Lavendel mir aufzusprühen und mir dann vielleicht noch einen Tropfen Lavendel drüber zu geben. Das ist ein wunderschöner Tipp. Lavendel wirkt sehr schön beruhigend und ausgleichend, harmonisierend. Es ist, ich sage mal, Lavendelmutter dazu, weil Lavendel ist einfach wie eine Mutter, die hat nachgewiesenermaßen über 140 verschiedene Wirkweisen, die wissenschaftlich festgestellt worden sind. Und das Lavendelwasser ist halt total schön. Für Menschen mit trockener Haut, die sollten auf jeden Fall eine Saison auswählen, sich damit zu behandeln, wenn es eher feuchtere Luft hat, so wie jetzt gerade bei uns. Da kann man wunderbar mit Lavendel auch arbeiten. Ansonsten sollte man immer noch etwas, was wieder feuchtigkeitsspendend ist, dazugeben, wie zum Beispiel Aloe Vera Gel. Ne? Aber dann empfehle ich auch wirklich nur ein Aloe Vera Blatt zu verwenden oder etwas von Young Living mit Aloe Vera drin, weil ansonsten kann ich nicht sagen, was da an Konservierungsstoffen und Verdickungsmitteln in den Gels drin sind, die meistens dann halt irgendwie wieder chemisch sind. Also man kann es auch riechen. Also wenn man gut gereinigt ist, kann man riechen, dass diese Produkte, also so ein Aloe Vera Gel riecht eigentlich fast nach nichts.
Und ja, die meisten Aloe Vera Gels, die ich bis jetzt unter meine Nase bekommen habe, die haben es nicht auf meine Haut geschafft, weil sie meine Nase nicht trüben konnten. Also da waren irgendwelche Stoffe drin. Deswegen ganz wichtig, schaut wirklich auf den Inhalt. So, ich greife weiter rein. Oh ja. Das ist die Siebes Whitening Toothpaste, also die Zahnpasta, die die Zähne weißt. Und Siebes habe ich euch ja schon gerade vorgestellt. Das ist diese Ölemischung mit diesen vier Dieben, mit den vier Öl- und Gewürzhändlern aus der Zeit der Pest. Ne? So, das ist das Siebes Plus hier einmal aus meiner Öl-to-Go-Tasche, damit ihr seht. Ne? Hier ist das Seed-to-Seal-Zeichen auch drauf von Young Living, vom Samen bis zum Siegel. Alles wunderbar. Und diese Ölemischung ist in dieser Zahnpasta drin. Ich benutze eine von diesen Siebs-Zahnpasten seit 2013. Und es geht meine Zähne wirklich blendend. Das, was ihr seht hier mit diesem Hirnloch, ein Hirnloch, das ist, sind Altlasten, ja. Das ist, ja, ich war fast nicht mehr beim Zahnarzt. Nur meine Altlasten mussten bisher seit 2013 noch behandelt werden. Neulasten habe ich mir nicht aufgehalst seitdem. Und das liegt unter anderem an der Siebes Zahnpasta. Unter anderem aber auch ganz wichtig an dem Wasser, was ich trinke. Ich trinke kein Leitungswasser mehr. Und das hat seinen guten Grund, wird ein anderes Video sein. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr Infos zu angeschnittenen Themen haben wollt. Die Siebes Whitening Zahnpasta ist jetzt eine neue Zahnpasta. Die ist jetzt gerade meine Lieblingszahnpasta. Das ist auch eine, die jetzt wieder ein bisschen schäumt. Die anderen Zahnpasten von Young Living, die schäumen nicht so. Was trotzdem in Ordnung ist, man kann sich dran gewöhnen. Ach Mensch, schon wieder. Sag mal, heute ist aber hier gewaltig. Na gut. Aber schön, dass das Video weitergeht. Jetzt versuche ich es nochmal zu stabilisieren und werde mal demnächst investieren. So, das muss ich jetzt nochmal machen. So, jetzt sollte es gut stehen. Alright. Auf jeden Fall habe ich auch schon das Feedback bekommen, dass meine Zähne irgendwie immer weißer werden. Also cool. Ich liebe diese Zahnpasta auch. Also gibt es auch für Kinder die Zahnpasta für Kinder von Sleek, von der Sleek-Reihe. Richtig, richtig cool. Und von dieser Zahnpasta habe ich jetzt auch, glaube ich, drei oder vier Stück gekauft. Auf Vorrat auch für meinen Sohn noch. Die schicke ich denen natürlich zu, dass der nicht irgendein Zeug aus dem Laden nimmt. Das hier ist das Clary Sage Floral Water, also auch ein Pflanzenwasser, worin der Muskatellersalbei destilliert worden ist. Und der enthält, also der Muskatellersalbei enthält pflanzliche Hormone, die den menschlichen Hormonen sehr, sehr ähnlich sind und die sozusagen unser gesundes Hormonsystem eben dadurch dann auch gut unterstützen können, ne? Und der Clary Sage, den habe ich im Winter sehr, sehr gerne für Haut und Haare auch benutzt. Also sehr, sehr angenehm, sehr schön pflegend. Oh, ich liebe es wirklich, wirklich gerne. Und diese Pflanzenwässer, die habe ich eigentlich immer in meinem automatischen Lieferservice drin, also jeden Monat, solange sie zur Verfügung sind, denn die gab es viele Jahre auch mal mitunter nicht, durchgängig nicht. Und ja, jetzt habe ich mir für mich ja, ne, die Abmachung gemacht, dass immer wenn es da ist, immer wenn was zur Verfügung ist, dann kaufe ich mir ein Pflanzenwasser dazu. Das hält ja auch ewig. Und ja, dann habe ich immer was da. Und wie gesagt, manchmal geht dann auch schnell mal was von weg. Ne? Und dann freue ich mich, wenn wieder was dabei ist. Da gibt es natürlich auch Refill-Flaschen, aber die sind gerade nicht da, deswegen hole ich mir die Sprays. Also die Nachfüllflaschen, ne? Die gibt es gerade eben nicht drinne, seit mehreren Monaten auch hin und wieder nicht. Und somit hole ich die Sprays. Ansonsten würde ich die Nachfüllflaschen auch
gerne wieder haben. Die sind dann, da ist dann noch mehr drin, ne? Das hier ist das Rosmarinpflanzenwasser. Das nehme ich für meine Haare und für meine Kopfhaut, Haarwurzeln. Das stärkt all das wunderbar. Und Rosmarin ist ja auch ganz, ganz herzöffnend und wärmend und hat viel Sonnenkraft drin und hat halt diese, ne, dieses Flair, so dieses Italienische und so, ne? Provinzialische, richtig schön. Genau, und es duftet einfach auch unheimlich gut. Und das sprühe ich mir halt auch super, super gerne. Es ist auch sehr aktivierend, eben auch auf Gesicht und Dekolleté und unter die Achseln und hier und da. Also ganz, ganz toll. Richtig schön, erfrischend, belebend, mega. So, das hier ist ein Geschenk von Young Living. Das habe ich noch nicht gehabt. Das ist ein Young Living Citrus Fresh Energizing Shower Steamers. Energetisierende Duschzerstäuber. Also das ist quasi ein Aromatisierer. Und hier sind vier Stück wohl drin. Und mal gucken. Das saubere, frische Aroma von fünf Zitrusölen mit etwas Auftrieb von süßer grüner Minze schwebt durch den warmen Duschdunst und sorgt so für ein energetisierendes, aromatisches Erlebnis. Gib einen Young Living Citrus Fresh Energizing Shower Steamer in deine Dusche, um dich für einen belebenden Start in den Tag mit dem erfrischenden Aroma zu umgeben. Okay, also lege einen Shower Steamer auf den Boden der Dusche oder ein Regal, wo er nass wird, aber außerhalb des Hauptwasserflusses. Ah ja, okay. Atme den duftenden Dampf ein und du wirst dich in deinem Zuhause wie in einem Luxusspa fühlen. Gut, hätte ich mir nie so gekauft, werde ich probieren. Ja, fühlt sich an wie Sauna und Wellness und so. Mal sehen. Ich werde euch berichten. Dann habe ich noch so ein Geschenk bekommen. Das ist Easy Breeze, heißt das Ganze. Easy Breeze, also eine leichte Brise. Und was ist hier drin? Der frische, spritzige Duft von Pfefferminz und Eukalyptusölen zieht sanft durch den Dampf in der Dusche und erfüllt so mit einem belebenden Aroma. Easy Breeze Awakening Shower Steamers geben deinem Morgen ein belebendes, luxuriöses Spa-Gefühl. Ja, cool. Das kann ich mir vorstellen, wenn es jetzt noch wärmer wird. Und ja, mal sehen. Hier ist noch ein Pflanzenwasser, natürlich die Strohblume Helichrysum. Und die ist auch richtig toll. Also wenn ich zum Beispiel jetzt zum Beispiel habe ich mich letztens gestoßen und die Strohblume hat halt wunderbare regenerierende Eigenschaften. Dann sprühe ich mir gerne die Strohblume eben da drauf, also das Pflanzenwasser, und gebe vielleicht auch noch Strohblume oben drauf oder eben Lavendel, weil ja Lavendel auch so ganz, ganz wunderbar ist. Also auch das ist ein unglaublich tolles Pflanzenwasser, was man vielseitig verwenden kann. So, das nächste ist wieder ein Geschenk von Young Living. Lavender Mint Daily Conditioner. Also, das ist kein Shampoo, sondern ein Conditioner für die Haare. Und das ist ein erfrischender Lavendel-Minz-Conditioner, der also wirklich so einen kühlenden, erfrischenden Effekt auch hat. Und ich persönlich verwende das nicht mehr. Ich verwende Wascherde von Mutter Natur, einfach eine Erde. Und das verwende ich für meinen ganzen Körper. Und das reicht mir. Und wenn ich jetzt meine Haare kämmen will, die sind ja sehr lockig, das heißt, sie sind auch störrisch, dann verwende ich eben das Rosmarin Floral Water und sprühe mir das aufs feuchte Haar und kämme mir die dann. Oder ich gebe mir das Haaröl von Young Living, ein bisschen was davon in die Haarspitzen. Und dann wird das auch kennbarer. Den Lavendel Mint Conditioner habe ich früher gerne benutzt, aber man
Ja, upgradet sich ja mit den Jahren auch einfach, wenn man jetzt auf Gesundheit und Bewusstsein aus ist, dann merkt man irgendwann, dass es ist vielleicht mal unterwegs, wenn man nichts hat, ganz okay. Aber meine Haare zum Beispiel fetten sehr schnell nach, wenn ich ein normales Seifenshampoo verwende. Und einen Conditioner brauche ich halt auch nur, wenn ich ein normales Seifenshampoo verwendet habe. Weil die Seife eben meine Haare so austrocknet und strohig macht, dass ich dann etwas brauche, was sie wieder weicher macht. Aber ich will ja nichts in meinen Haaren haben, was ich dann irgendwie, ich spüle das dann eh wieder aus und dann kann ich es eh wieder nicht richtig kämmen. Also macht das für mich keinen Sinn. Andere lieben das. Ich habe es früher ja auch geliebt. Ne? Kommt halt immer drauf an, wo man sich gerade befindet, auf welcher Phase, in welcher Phase, auf welcher Ebene sozusagen. Und ja, ich werde das auf jeden Fall zur Probe im Petto haben für Leute, die das mal probieren wollen. Vielen Dank, Young Living, dafür. Dann habe ich mir wieder eine Dose Life 9 geholt. Da sind 30 Kapseln drin. In jeder Kapsel sind 17 Milliarden Bakterien. Kulturen enthalten in einer. Und da sind 9 verschiedene Bakterienstämme in einer Kapsel drin, die dann eben 17 Milliarden Kulturen bilden und die sich dann in unserem Darm wieder ansiedeln sollen. Life 9 ist für den gesunden Darm konzipiert worden. Ja, unser Milieu im Darm ist oftmals nicht mehr das, was es normalerweise ist. Und dadurch haben wir ganz, ganz viele gesundheitliche Probleme. Und unter anderem ist unsere Zivilisationskost dafür verantwortlich. Und unsere Unbewusstheit, was Lebensmittelkombinationen angeht, was überhaupt Nährwert und so weiter angeht. Was den Säure-Basen-Haushalt angeht und so weiter und so fort. Und wer sich jetzt nicht belesen kann, nicht die Zeit dafür aufbringen will, aber merkt, dass er Probleme hat, ja, dass er Verdauungsprobleme hat, dass er mit Völlegefühl immer Probleme hat, dass er Sodbrennen hat, dass er Blähbauch hat, dass Gärungen passiert, also faulende Gase passieren, dass er stinkende Pupse hat, dass er vielleicht Koliken hat, die nicht rauskommen und so weiter und so fort. Der Schmerzen hat, der unter Kopfschmerzen und überhaupt Körperschmerzen, Muskelschmerzen leidet und so weiter. Das sind alles Symptome, die darauf hinweisen, dass im Darm nicht alles so in harmonischer Balance ist, wie es eigentlich gehört. Dann ist die Variante Life 9 richtig geil. Man kann die nach dem Essen, nach der letzten Mahlzeit am Abend einnehmen und die Bakterien schnabulieren dann das, was du gefuttert hast und vermehren sich in deinem Darm und siedeln sich da an. Natürlich vorausgesetzt, du nimmst keine Antibiotika, dann schrottest du sie natürlich wieder. Aber auch wenn man Antibiotika nimmt, kann man Life 9 zusätzlich substituieren, um die gestorbenen Bakterien zu ersetzen mit den 17 Milliarden Kulturen. Das muss man dann aber wirklich regelmäßig machen und auch lange noch nach Antibiotikagabe weiterführen. Ja, ganz, ganz wichtiges Zeug. Richtig geil. Danke. Ja, dann habe ich hier noch eine Broschüre, die gibt es immer mit dazu. Jeden Monat eine Broschüre und also hier die, sie schreibt, das ist unsere, ach, ich weiß nicht, wie sie heißt, Regionalpräsident von EMEA und Russia. Genau, und dann schreibt sie uns immer einmal im Monat ein Briefchen. Manchmal ist es aber auch die Mary Young, die Frau von Gary. Und sagt dann ein paar coole Sachen. Das lese ich jetzt nicht vor. Und dann wird meistens hinten auf der Broschüre eben noch ein Öl vorgestellt. Und in dieser, also zu dieser Zeit ist es das Patchouli-Öl. Und ich verwende Patchouli jetzt auch gerade ziemlich oft. Es erdet so schön zum Beispiel. Und ja, ist ganz, ganz, ganz toll. Also auch zum Klären von Themen, ja, die lange lagen und
atmen müssen, ne, ist Patchouli wunderbar, weil man, da ist man gut geerdet, verwurzelt, ne, am Boden der Tatsachen, aber eben auch wirklich liebevoll. Und dann ist man auch kräftig genug, um sich der Themen anzunehmen, die da auf einen warten. Ne? Ja, und ganz, ganz toll. Also ich kann euch das auf jeden Fall, diesen kleinen Text vorlesen. Wenn es dir wichtig ist, dass ein neues ätherisches Öl besonders vielseitig ist, dann ist unser holziges Patchouli genau das Richtige für dich. Dieses himmlisch duftende Öl ist potent und moschusartig und lässt sich hervorragend mit leichteren floralen Düften mischen, also so blumige Düfte, für einen wunderschönen persönlichen Duft, ne, ein Parfum, ein echtes Parfüm. Das wurde früher mit ätherischen Ölen gemacht, ne? Nicht mit synthetischem Zeug. Im Rahmen der Hautpflegeroutine kann es auch das natürliche Strahlen und das jugendliche Aussehen deiner Haut unterstützen, wenn du es in deiner liebsten Feuchtigkeits- oder Nachtcreme verwendest. Gehe mit Patchouli in der Beauty-Routine jeden Tag so an, als wäre er ein Spa-Day, an dem du dich verwöhnst. Ja, das sollte man wirklich tun. Also auch das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Jeden Tag so viel Wellness, wie es schön ist. Hey, das war ein Reim. Jeden Tag so viel Wellness, wie es schön ist. Hey, geil. Ich finde immer, die Reime, wenn ich einen Reim rausgelassen habe, so unbewusst, dann ist das sehr wahr. So, was haben wir jetzt hier noch als letztes in dieser Box? Natürlich mein Lieferschein. Ne? Da steht nochmal alles drauf, was man so bekommen hat. Ja, und diese Boxen hier, die hebe ich immer auf und schicke die dann weiter, wenn ich irgendwo was hinschicken will, dann nutze ich die. Ne? Und die sind wunderschön. Also ich liebe diese. So, dann greife ich weiter rein. Was habe ich denn hier? Ein Geschenk von Young Living. Okay, das packe ich mal aus, sonst kann man das gar nicht sehen. Das ist ein 100% Baumwolle, sehr gut. Eine Young Living Essential Oil Tasche. Also da ist sogar so ein cooles Label drauf. Ich mache das jetzt mal auf. Guck mir das mal an. Das ist so eine richtige schöne Sommer-Frühlingsgeschichte. Ja, riecht gut. Das ist immer wichtig zu gucken, riecht es dann auch wirklich gut, ne? Oh, guck mal, das ist sogar als Rucksack möglich, es zu tragen und als Tasche. Sowas liebe ich ja, ne? Einfachheit und Multifunktionalität. Bestens. Dann ist hier ein Druckverschluss, also so ein Magnet. Geil. Dann haben wir hier noch eine Tasche, eine Innentasche für Zeug. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch zwei Taschen nebeneinander für Zeug. Ansonsten ist es eine große Tasche. Eine richtig schöne. Oh Mensch, da muss ich mich mal hinstellen. Eine richtig schöne Tasche, ne? Sogar außen hat die auch noch Taschen. Cool, ey. Ja, ich werde euch vielleicht mal mit einem oder zwei oder mehr Fotos davon, werde ich euch dann mal zeigen, wie das dann so im Gebrauch aussehen wird. Also ich werde die auf jeden Fall benutzen. Das ist eine schöne Tasche. Vielen Dank für dieses wunderbare Geschenk. Das gibt es übrigens nicht einfach so mit, sondern je nach Bestellwert bekommt man Geschenke von Young Living. Ne? Das geht dann los, zum Beispiel bei 100 PV. Also wenn man sozusagen das Produktvolumen um 100 PV hat, das ist ungefähr ein Wert von, was weiß ich, 120 € oder so, dann kriegt man eben schon ein Öl meinetwegen mit dazu geschenkt. Oder ne, diese Tasche jetzt, keine Ahnung, ab wie viel die jetzt war. Mal sehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier das nächste Paket. Naja, und das Tolle ist halt, wenn man im automatischen Lieferservice ist, dann sammelt man eben auch Punkte. Ne? Und diese Punkte, die kann man dann eben in Produkte einlösen. Und die kriegt man dann umsonst. Man bezahlt dann nur den Versand. Und die Punkte, die stehen jetzt auch wieder an. Also ich habe schon eingetragen, was ich holen will für die Punkte. Und nächste Woche, nach den Feiertagen, werde ich die auf jeden Fall dann einlösen. Und dann gibt es dann auch ein Punktevideo. Dadurch, dass ich auch
regelmäßig im automatischen Lieferservice bestelle, bekomme ich 25% von meinem Einkauf in Punkten gut geschrieben. Das heißt, ich bezahle eigentlich nur, wenn ich richtig rechne, 75% vom Wert. Und das auch noch ist auch noch der Großhandelspreis, den ich bezahle. Ich bezahle keinen Einzelhandelspreis, sondern den Großhandelspreis. Ob ich was vertreibe oder nicht, egal. Man bekommt ein Großhandelskonto einfach so von Young Living. Richtig cool. Und dann kann ich diese Punkte eben einlösen in das, was ich möchte. Und das ist so genial. Ich habe da schon so krasse Sachen von geholt. Wahnsinn. Die ich mir sonst hätte nie leisten können früher. Ne? Jetzt ist es auch kein Problem mehr. Dadurch, dass ich jetzt schon lange mit Young Living in Verbindung bin, hat sich auch eine schöne Community aufgebaut. Und es hat sich schon ein schönes, regelmäßiges Guthaben entwickeln dürfen. Und somit bezahle ich eigentlich nur noch von meinem Guthaben meinen Einkauf. Und wunderbar, also ganz, besser geht's nicht. Ne? Und dann hat man schöne, natürliche, hochwertigste Produkte, die wirklich unglaublichen Mehrwert geben. Richtig toll. Also diese Kiste ist jetzt hier auch wieder voll gepackt mit tollen Sachen. Da muss ich mir mal Platz verschaffen. Oh, hoffentlich klappt das jetzt nicht irgendwie da rum. So, und diese Tüten, voll geil. Ich trockne ja auch viele Kräuter. Ich bin ja auch so eine Kräuterfrau. Und diese Tüten verwende ich zum Beispiel, wenn man sie jetzt gerade nicht zum Fliegen verwenden kann, um seine Öle da irgendwie in Klarsichtfolie haben zu können. Dafür sind diese Zip-Tüten da. Wenn meine Kräuter getrocknet sind, packe ich die dann da rein, zipp die zu und dann sind sie schön zum Aufbewahren fertig. So, mal sehen, was das jetzt hier ist. Oh, ich weiß schon, was das ist. Ja, geil. Das ist ein Thieves Spray. Das ist ein Desinfektionsspray von Young Living. Und ja, ganz, ganz toll. Also damit kann man statt sich mit irgendwelchen Zeug aus dem Labor, kann man sich mit echter Natur desinfizieren. Hey, das war schon wieder ein Reim. Statt mit Zeug aus dem Labor, echte Natur. Yeah. Richtig, richtig geil. Sowas verschenke ich zurzeit immer sehr, sehr gerne. Weil es einfach total wichtig ist, die Leute dafür zu sensibilisieren. Was macht ihr denn da bitte? Eure Hände gehen kaputt. Wie sollen dann denn bitte eure Hände euch schützen vor irgendwelchen Zeug, was da reinkommt? Ne? Und die Hände benutzen wir jetzt für alles. Das heißt, ihr müsst eure Hände wirklich pflegen. Und dann müsst ihr auch wirklich Naturprodukte verwenden und nicht irgendeine Chemie, die eure Hautflora komplett zerstört. Ich kenne so viele Leute, die alter Schwede, die haben kaputte Hände. Und dann arbeiten die auch noch in Pflegeberufen, wo es ja um Pflege geht, aber pflegen sich überhaupt nicht. Das geht nicht, Leute, da müsst ihr aufwachen. Ne? Die Situation, die wir haben, das ist ein Spiegel dessen, wie wir tatsächlich mit uns umgehen. Deswegen ist ganz wichtig, sich wirklich da ein Köpfchen zu machen. Ne? Wie kann man mehr Wellness, mehr Gesundheit, mehr Bewusstsein integrieren für sich selbst als erste Stelle? Und dann kann man andere inspirieren, das auch zu tun. So, nächstes Öl. Ich habe mir Frankincense geholt. Frankincense darf nie fehlen. Frankincense ist ein Weihrauch, Boswellia kateri. Und diese Weihrauchart ist, das ist das mit dem Kopalbaum, ja, der Verwandte vom Kopalbaum. Und das ist ein ganz, ganz, ganz hochwertig, vielseitig einsetzbares ätherisches Öl. Ihr müsst mal schauen, was der Weihrauch alles tut. Ja, selbst das Jesusbaby wurde nach der Geburt gesalbt, um es zu schützen vor den niederen, gröberen, dichteren Erdenergien, sodass es seine feinen, hohen, ja, Erlöserenergien sozusagen in sich bewahren konnte. Ja, und das alleine
sollte klingeln jetzt. Wir müssen alle schauen, dass wir unsere Energien schützen vor gröberen, dunkleren, niederen Erdenergien, die das Licht oft so verdecken, das eigene, dass wir an Depressionen und Burnout und was nicht alles leiden, an Trägheit und an Sinnlosigkeit. Und der Weihrauch, der hilft in dieser Hinsicht. Ja. Und was energetisch hilft, das wirkt natürlich auch bis in die tiefe Dichte des physischen Körpers hinein. Wenn ihr da mehr Informationen zu haben wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst uns verbinden. Ich erzähle euch da gerne mehr von. Natürlich habe ich mir nicht nur ein Weihrauchöl gekauft, sondern gleich zwei. Ja? Ich habe noch zwei da, aber man kann nie genug haben. Also es gibt auch immer wieder hohen Bedarf daran. Dann habe ich ein Peace and Calming 2 hier. Und das ist ein Geschenk von Young Living. Peace and Calming. Frieden und Ruhe, das ist das, was wir dringend brauchen in dieser Zeit, ja? Mai 2021, meine Freunde. Young Living hat natürlich auch ihre Geschenke immer mit Sinn. Ne? Die Firma ist wirklich darauf aus, dass sie sinnhaft schenkt, ne? Was jetzt einfach ansteht. Und Peace and Calming ist eine wunderbare Mischung. Also da habe ich schon tolle Erfahrungsberichte gehört von zum Beispiel, dass Kinder, die gemobbt werden, plötzlich eine Änderung in ihrem inneren Energiesystem durch Peace and Calming erreichten. Und nur allein, dass sie das zum Beispiel auf ein Lineal aufgetropft hatten oder auf einem Diffuser-Kettchen oder was auch immer mit in der Schule hatten, war plötzlich die Stimmung eine ganz andere und das Kind wurde nicht mehr gemobbt und der Mobbende war plötzlich auch viel relaxter. Also ganz, ganz tolle Mischung. Vielen Dank, Young Living, für dieses hochwertig wertvolle Geschenk. So, hier ist natürlich der nächste. Den habe ich auch bestellt. Ne? Also ich habe drei Stück davon bestellt, von dem Thieves Spray, ne? Wo man sich wirklich pflegend schützen kann. Ne? Ihr erinnert euch, die Pflege ist mit dem Thieves Öl, mit der Ölemischung, mit der sich die vier Öl- und Gewürzhändler im Mittelalter zur Zeit der Pest geschützt haben. Deswegen ist es total toll, das immer in seiner Handtasche mitzuhaben oder im Auto oder wo auch immer man und wie man unterwegs ist, dass man da auf jeden Fall versorgt ist. Ne? Und es ist sehr ergiebig, hält wirklich lange. Und man kann, wenn man jetzt sagt, okay, es reicht nicht aus, ich habe hier noch viel mehr zu versorgen und man wartet noch auf seine Young Living Bestellung, dann gebe ich noch einen zusätzlichen Tipp. Dann nehmt ihr einfach euer Thieves-Fläschchen zur Hand, tropft in die fast leere Flasche einfach ein, zwei Tropfen Thieves-Öl rein, füllt es mit destilliertem Wasser oder Filteranlagenwasser auf, fertig. Und schon habt ihr wieder ein wunderschön schützendes, pflegendes Spray. So. Jo, dann habe ich natürlich noch eins. Ups, ganz ruhig bleiben. Und dann habe ich sogar noch eins. Es ist einfach jetzt so Thema, ne? Mit der Corinna-Zeit ist es einfach Thema, dass wir uns da schützen. Und ich habe so viele Menschen, deswegen habe ich mir das auf Vorrat geholt, dass ich das schnell zur Verfügung habe. Ne? Weil ich werde immer gefragt, ach Mensch, Carmen, was kann ich denn jetzt hier mal schenken? Und so, jetzt ist hier Muttertag und dann ist hier Frauentag und dann ist hier dieses und jenes und Vatertag und Pipapup. Und dann sage ich immer, ja, das, was die Leute jetzt gut gebrauchen können, das, was sie nutzen können, um sich zu pflegen, ne? Was irgendwie die Gesundheit fördert, was der Gesundheit dient. Noch ein Fläschchen. Ich habe jetzt hier 3, 6, 7 Fläschchen. Geil. Ne? Was soll man denn sonst schenken? Hatte ich letztens so dieses, dass diejenige ein Geschenk einkaufen wollte und hat dann irgendwie so
Kekse kaufen wollen. Und dann habe ich gesagt, wieso kaufst du denn so eine Kekse, die überhaupt nicht gesund sind für die Verdauung und so, wenn die sowieso gerade, sie sagte, sie macht Diät. Ich so, was willst du hier denn dann Kekse kaufen? Dann hol ihr doch lieber ein schönes Öl oder irgendwas Schönes zum Pflegen oder so, irgendwas, was ihr gut tut und was sozusagen ihren Wunsch, ihr Bedürfnis nach mehr Gesundheit, nach mehr Fitness oder warum auch immer sie die Diät macht, entspricht. Ne? Ganz wichtig. Das hier ist das Siefs Spülmittel, also auch von dem Siefs. Ein Spülmittel, mit dem man sein Geschirr spülen kann und gleichzeitig seine Hände nicht zu stark beansprucht. Ne? Ich liebe dieses Spülmittel und es darf auch nicht fehlen und deswegen ist es meistens in meiner RLS-Bestellung mit drin. Richtig, richtig geil. Top. Next. Okay, noch mehr Spray. Noch mehr Sieve Spray. Ich glaube, ich habe dreimal die Dreierpackung bestellt, wenn ich mich nicht irre. Dann dürfte das 3, 6, 7, 8, 9. Okay. Hier noch eins. Ist einfach der Bedarf so hoch, ne? Okay, jetzt kommen wir wieder ein paar Ölchen. Oh ja, die habe ich auch bestellt. Und zwar habe ich jede Menge Zitrone Plus bestellt. Zitrone Plus liebe ich in der Küche zu verwenden. Deswegen als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen, gelabelt, damit ich euch auch schön dafür begeistern kann, offiziell. Es ist auch in einem normalen Etikett mit Kosmetikartikel gelabelt. Die gleiche kaltgepresste, in diesem Fall Zitrone drin, wie auch in der Plus-Variante, ja? Das hat damit nichts zu tun. Es ist wirklich nur die Zulassung. Und diese Zitrone verwende ich zum Beispiel in Dressings liebend gerne. Man kann aber auch wunderschön die Zellularreinigung machen mit Zitrone und Pfefferminze Plus zusammen. Wie die geht, kann ich euch gerne erzählen. Schreibt mir eure Interesse in die Kommentare. Ich komme dann auf euch zu. Hier ist nochmal das Copaiba, von dem ich eben aus dem Active and Fit Kit erzählt habe. Das ist ein Geschenk von Young Living. Vielen Dank für dieses wunderbare Geschenk. Und dann habe ich mir nachgekauft das Rutabaga. Rutabaga ist ein Mischöl, was mir hilft, wenn ich einmal nachts nicht gut schlafen kann, weil ich irgendetwas nicht gut verdauen kann, irgendetwas energetisch in mir herumschwirrt. Vor allen Dingen, wenn ich ja diese Stromenergie in mir drinne habe, da gibt es eine, wo ich Schwierigkeiten habe, sie auszuleiten. Und das macht Rotavala dann wunderbar. Es hilft mir wirklich dann wieder in die Ruhe zu kommen, runterzukommen und in die Tiefe der Nacht hineinzusinken, loszulassen. Und gibt mir einen erholsamen Schlaf. Rutabaga, da ist unter anderem Baldrian mit drin. Da müsst ihr gucken, wenn ihr Katzen habt, ob das verträglich ist. Ansonsten könnt ihr auch einfach nur versuchen, mit Lavendel zu schlafen. Damit hat mein Sohn früher sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Also wenn ich ihm das unter die Füße aufgestrichen habe, dann war der weg wie nix, ne, wo er stundenlang vorher nicht schlafen konnte. Im Rutabaga ist auch Lavendel mit drin. Das weist so ein bisschen auch das Lila hin. Und also die lilanen Öle, die gehen so mehr in diese unbewussten tiefen Ebenen. Da arbeiten die viel. Ne? Das ist auch ein Hinweis auf das Feeling-Set zum Beispiel. Die haben auch da immer lila Öle drin im Feeling-Set. Naja, auf jeden Fall ein unglaublich tolles Öl, was nicht fehlen darf. Das dazu. Dann, haha. Ja, es ist da, guckt euch das an, Zedernholz, Cedarwood. Zedernholz ist auch ein wunderbar schönes, stärkendes, erdendes, kräftigendes, wärmendes, haltendes, umsorgendes Erdöl halt, ne? Also ein Erdenöl.
So, ich habe mir 3 Flaschen gekauft, ne? Also wer es wissen will, da kommt noch eins. 3 Flaschen, weil Zedernholz hat mich sozusagen angesprochen. Wie hat es das getan? Ich hatte eine Art Vision davon, wie ich darin bade, also wirklich bade, mich also komplett damit einbalsamiere, mit vielen, vielen Tropfen auf einmal auf nasse Haut, zum Beispiel nach dem Duschen oder auch vor der Meditation. Und das will ich natürlich dann auch machen und dem folgen. Ne? Zedernholz hat einen ganz hohen Sesquiterpen-Gehalt. Und wenn ihr mal nachgoogelt, was die Sesquiterpene tun, ja, wie die beforscht worden sind und was da so rausgekommen ist, dann könnt ihr vielleicht auch noch ein bisschen erfahren, warum ich das auch noch benutze. Ich sage nur, es ist wunderbar klärend und holt dich mal wieder, ja, wie auf Punkt Null. Macht alles wieder schön, das Blatt wieder schön weiß. Richtig, richtig schön. Oh, es hat einen wunderbaren Duft. Stört euch nicht, ich muss auch zwischendurch mal rülpsen. Das ist ganz normal. Macht jeder. Und ich bin halt auch so ein Freirülpser, ne? Auf jeden Fall, ich kann es euch nur empfehlen. Zedernholz war das erste Öl, was ich mir bei Young Living gekauft habe, weil es sehr günstig war. Und es ist immer noch sehr günstig. Eine 15 Milliliter Flasche, da hast du 270 Tropfen in einer Flasche im Durchschnitt als Anwendung, in so einer 15 Milliliter Flasche. Das ist wirklich ergiebig und es kostet, ich weiß nicht, 12, 13 Euro oder so. Dann habe ich mir wieder Purification nachgekauft, von dem habe ich vorhin schon gesprochen. Das wird jetzt auch wieder richtig schön im Diffuser sein. Das ist so reinigend, auch bei strahlungssensitiven Menschen, jetzt wird ja noch mehr gestrahlt mit 5G und hier und da. Es ist wirklich, wirklich genial. Wenn man gut schlafen will, auch da empfehle ich euch mal, wenn ihr einen schlechten Schlaf habt und ihr wisst, ihr seid strahlungssensitiv oder ihr vermutet es und ihr wollt mal testen, ob ihr dann gut schlafen könnt, dann probiert mal Purification im Diffuser. Bitte nur einen von Young Living verwenden. Die haben Spezialdiffuser für diese hochwertigen Öle. Und dann guckt ihr mal, wie ihr schlaft. Und wenn ihr da ein paar Tropfen haben wollt und mal einen Diffuser ausgeliehen haben wollt, damit ihr erstmal gucken wollt, ob das was für euch ist, schreibt es mir in die Kommentare oder schnackt mich irgendwie anders an. Und dann kommen wir zueinander. Ich kann euch gerne einen Light-Diffuser schicken. Ich kann euch gerne ein paar Probetröpfchen schicken. Und dann testet das mal. Aber auch so ist es wunderbar, wenn ihr unterwegs seid und viel, ne, fliegt oder im Auto seid oder, ne, überall da, wo so viel Strom und so viel Technik ist und alles, was irgendwie so strahlt, das könnt ihr wunderbar harmonisieren mit Purification. Da ist zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ihr das in euren Car Diffuser, den ich vorhin schon gezeigt hatte, rauftropft und das vernebelt im Auto. Ne? Hier ist das dritte Fläschchen Zedernholz. Herrlich, dass das jetzt da ist. Ich freue mich sehr. So, nächstes. Zitronengras. Das darf ab dem Frühling nicht fehlen. Warum? Zitronengras mögen Zecken nicht, mögen Mücken nicht und andere Stechtiere nicht. Wenn ihr also in die Natur gehen wollt, ihr euch aber davon immer abhaltet, weil ihr Angst habt, ne, vor was auch immer, dann habt ihr bitte immer Zitronengras im Haus. Aber bitte nur die von Young Living. Für eine andere kann ich nicht sprechen, denn wenn es keine reine ist, dann hat es auch nicht den Wirkkomplex der Evolution, die das echte Zitronengras aus der Natur gemacht hat. Ja, von Mutter Erde, die Intelligenz steckt hier drin. Und ich kann euch nur raten, euch das ins Haus zu holen. Auch für die Wäsche ist das der Burner. Wenn eure Wäsche nach Zitronengras riecht, mögen das die stechenden Tiere auch umso weniger. Ihr könnt eure Wohnungen damit auch diffusen,
ne, vernebeln, sozusagen im Diffuser reinpacken. Das ist unter anderem auch ein Bestandteil im Purification drin. Es ist so gut, sowas zu vernebeln, wenn gerade Mückenzeit ist, zum Beispiel. Und wenn ich jetzt auf meine Nature-Sonnenbank gehe, dann werde ich mich damit immer einreiben, ordentlich einreiben. Und keine Zecke bleibt auf meiner Haut. Die gehen alle wieder weg. Echt geil. Zitronengras ist ein heißes Öl. Das heißt, es kann auch brennen. Seid bitte vorsichtig und habt ein Fettöl zur Hand. Griffbereit. Ganz wichtig. Dann könnt ihr es damit löschen, wie gesagt, ne? Ein weiteres Geschenk von Young Living, was natürlich auch angepriesen war in dieser kleinen Zeitschrift, das Patchouliöl. Davon habe ich schon gesprochen. Wirklich, wirklich schön. Richtig, richtig nice. Tolle Basis, also ein Wurzelöl ist das ungefähr, ne? Für ein selbst kreiertes Parfum. Richtig schön. Vielen Dank, Young Living, für dieses Geschenk. 15 Milliliter Flasche. Wahnsinn. Hält lange. Je nachdem. So, dann habe ich meine Plusöle wieder aufgestockt. Ja? Ich habe geguckt, ich habe Inventur gemacht, was habe ich da, was nicht, was fehlt, was muss ich nachbestellen. Und die Mandarine, die Tangerine, die hat gefehlt in meiner Plusöle, Küchenöle Tasche. Und die Mandarine ist auch ein wunderschönes Öl. Also wenn ihr Desserts machen wollt, ihr wollt zum Beispiel ein Ice Cream machen mit Banane und ihr wollt da einen Mandarinengeschmack reinhaben, dann macht ihr einfach ein paar Tropfen Mandarine rein. Richtig lecker. Mit Zimt zusammen. Mm. Gibt auch ein Zimtöl von Young Living als Plus-Variante. Richtig geil. Dann habe ich eine Flasche Thieves-Öl hier. Auch schon alles gesprochen, was wichtig ist. Natürlich, um es im Repertoire zu halten, zu haben. Thieves wird eigentlich immer benutzt. Ich benutze es fast jeden Morgen auch. Wenn ich merke, es ist noch kühl, dann tropfe ich mir oft ein Tropfen Thieves im Mund, um mein Immunsystem auch zu stärken, ne? Anzufeuern. Da sind ja so schöne heiße Öle drin. Ach, herrlich. Und das Nelkenöl, was hier auch mit drin ist, das hat den höchsten ORAC-Wert, also Antioxidantienwert überhaupt. Und das kann man wirklich wunderbar als Zellschutz auch nutzen. Ne? Und jetzt weiß ich aber nicht, ob das jetzt ein Geschenk von Young Living ist oder ob ich es mir selber bestellt habe. Ich glaube, ich habe es mir auch selbst bestellt. Nee, es ist ein Geschenk von Young Living. Voll geil, danke. 15 Milliliter Geschenk. Wahnsinn. Kostet, ich weiß nicht, es kostet schon seine Sache. Also es kostet so, keine Ahnung, 48 Euro. Geschenkt. Geil. Dann habe ich mir natürlich wieder RC nachgekauft. RC steht für Respiratory Conditions, also Atemtraktskonditionen, Situationen. Wunderbar. Mein Meerschweinchen, was ihr im Hintergrund schnabulieren hört vielleicht und ein bisschen auch Töne machen hört, das hatte heute 5-mal hintereinander niesen müssen und dann dachte ich mir, damit er gut atmen kann, werde ich mal ihm wieder ein bisschen was in sein Käfig machen. Und dann habe ich ihm RC tatsächlich auf seinen hinteren Rücken getropft. Und ja, damit geht das natürlich wunderschön hinein in ihn. Und unterstützt ihn schön beim Atmen. Da sind nämlich schöne Öle drin, die einfach, ne, die Atemwege frei machen, die Schnodder lösen und ganz toll. Ganz toll. Also wirklich toll. Und RC ist auch noch dafür bekannt, dass es innerhalb von wenigen Sekunden dich wieder zu dir zurückholt. Also wenn du irgendwie bei irgendwem bist in Afrika, Katastrophe hier oder Tote dort oder was auch immer, dann holt es dich wieder zurück zu dir, ne? Weil wenn du weg von dir bist, leidest du. Du musst mit dir connected sein. Und RC ist ein Öl, was man auch wunderbar vernebeln kann. Dann kann man gleich die ganze Familie zu sich zurückholen. Ja? Ganz toll.
So, die nächsten Öle. Das hier ist ein Sieves Plus Öl. Das habe ich auch, um meine Bestände aufzuforsten, geholt. Auch um mal was zu verschenken bei Bedarf. Ne? Das haben ja immer wieder Leute Geburtstag. Also habe ich mir das nachgeholt. Dann habe ich mir wieder das Vanilla Oleo Resin bestellt. Das ist noch relativ neu bei Young Living und das möchte ich eigentlich immer in meiner ALS drinne haben. Das ist limitiert auf eine Flasche pro Person, pro Haushalt, nee, pro Person, weil es halt doch sehr rar ist, ne, so eine Vanille. Das kommt hier in fraktioniertem Kokosnussöl drin. Ne, da ist das sozusagen emulgiert drin und es hat einen herrlichen Duft. Ich liebe Vanille ja sehr. Aber diese chemische, synthetische Vanille nicht mehr. Mal wieder rein. Damit habe ich mich früher mal zugeballert, weil ich die Vanille so mochte. Aber ich war so gewöhnt an diese synthetischen Düfte, dass ich echte Vanille und synthetische Vanille überhaupt nicht. Ich konnte das irgendwie nicht. Ich habe es nicht gecheckt. Übrigens, wenn man 6 Wochen lang täglich diese reinen ätherischen Öle und Produkte von Young Living verwendet, dann ist man an der Biosphäre wieder angeschlossen. Ne? Wir sind nämlich viel so an diese Technosphäre, an diese künstliche Intelligenzsphäre angekoppelt mittlerweile. Und uns fehlt der Zugang zur Mutter Natur. Das kann man sehen, ne? Wie man mit ihr umgeht, wie man mit den Pflanzen, mit den Tieren, mit der Umwelt umgeht, mit den Feldern und Wäldern. Mit den, wie man die Kulturen macht. Man hat es einfach bis heute im Großen noch nicht gerafft, dass es so wichtig ist, die Kulturen zu mischen und nicht Monokulturen zu produzieren. Wir haben hier einen Wald, der stirbt, weil er Monokultur ist. Wenn es jetzt eine Mischkultur gewesen wäre, eine, die harmoniert miteinander, dann wäre das okay. Oder wenn man auch beachtet, okay, wie ist denn hier die Bodenqualität? Was kann man hier denn wirklich anbauen? Aber oftmals wird ja alles so gemacht, wie man es haben will, ne? Und dann muss man nach vielen Jahren feststellen, dass das Ganze vor sich hinsiecht, weil es einfach nicht der natürliche Lauf der Dinge ist, weil es einfach nicht passt und einfach andere Lebewesen dorthin müssen, die da besser hingehören, ne? Das ist dann halt traurig auch, ne? Man hat so viel Mühe reingesteckt und dann muss man sehen, wie es so dahin, ja, siecht, ne? Deswegen ganz wichtig, koppelt euch an die Biosphäre an. Und setzt euch damit auseinander, wie es in der Natur funktioniert, wie die Harmonie in der Natur funktioniert. Und dann nehmt das auch an, immer mehr, und entwickelt darüber wirkliche Gesundheit und ein wunderschönes Gesundheitsbewusstsein. Und darüber dann eben auch das Verständnis zur Natur und dann automatisch wird es uns allen besser gehen. Ne? Auch darüber findet ihr ganz viel Material auf meinen Kanälen, auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook, auf meinem Telegram-Kanal. Ja, ganz, ganz toll. So, jetzt habe ich hier einmal Karottensamenöl. Das habe ich mir bestellt, um meine Haut zu pflegen. Es enthält einen Lichtschutzfaktor von 15. Ne? Lichtschutzfaktor 15. Toll. Und sehr, sehr stark reinigend auch. Also sehr hautpflegend dadurch. Nicht nur die äußere Haut, sondern auch die innere Haut wird dadurch gereinigt. Und Digice habe ich mir auch nachgeholt. Nee, das ist hier, glaube ich, ein Geschenk von Young Living in der 5 ml Flasche, genau. Das hat mir Young Living geschenkt diesen Monat. Digice kommt von Digestion, Verdauung. Ist auch ein Öl für die Selbstliebe. Also wer da noch nicht so alles verdaut hat an Themen und noch nicht mit sich so im Reinen ist, der kann gut mit Digice arbeiten. Es enthält wunderschöne Öle, die eben ja, bei der Verdauung helfen, wie zum Beispiel Fenchel und Estragon und solche Sachen. Richtig, richtig, richtig geil. Gibt es auch als Plus-Variante dann für die Küche, wo ich euch dann auch empfehlen darf, diesen Tropfen nicht nur auf die Zunge zu nehmen oder unter die Zunge zu nehmen, sondern eben auch zu schlucken. Und das hat mich schon ganz oft gerettet. Also, wenn irgendwas komisch war, schnell einen Tropfen Digest genommen und dann war das, was da komisch war, ganz schnell nicht mehr komisch. So, dann haben wir hier noch ein
Zitrone Plus. Ich habe davon, glaube ich, 5 Stück insgesamt bestellt. Und dann habe ich auch noch von der Orange Plus, glaube ich, 5 Stück bestellt. Die Zitrusöle, die werden kalt gepresst, die werden nicht destilliert. Die enthalten somit auch noch ihre Eiweißmoleküle aus den besagten Früchten, aus den Schalen. Und somit können sie tatsächlich auch allergieauslösend sein. Also wenn man allergisch gegen Eiweiß ist, gegen Fremdeiweiße und vielleicht auch bei Zitrusfrüchten, dann solltet ihr ein kaltgepresstes ätherisches Öl nicht verwenden, wenn ihr das wisst. Wenn ihr anfällig für Allergien schon seid, dann solltet ihr das an einer Stelle am Unterarm, an einer Innenfläche des Unterarms zum Beispiel hier, einfach mal ein bisschen ausprobieren, eine halbe Stunde warten, schauen, wie ihr euch fühlt, wie es reagiert. Und wenn alles ruhig ist, dann könnt ihr sparsam, vorsichtig einfach weiter testen. Ne? Ab und an verwenden. Das ist wieder Zitrone. Ansonsten kann ich euch nur raten, macht es in eure Desserts. Orange Plus ist so lecker. Hier ist das 5. Zitronen plus Öl. Oh mein Gott, also das liebste plus Zitrusöl von der Gliving ist für mich Orange. Ich liebe Orange so sehr. Boah, dann läuft mir gleich das Wasser im Mund zusammen. Ja, kann man auch sehr gut verschenken, weil es ist einfach so lecker. Ne? Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt vegane Rohkost-Eiscreme machen möchte, dann nimmt man zum Beispiel Bananen, gefrorene, hat einen guten Mixer, lässt sie ein bisschen antauen. Die hat man vorher ein Stückchen geschnitten, ne? Einfrieren, dann antauen ein bisschen oder halt nicht komplett einfrieren und dann in den Mixer geben, bisschen Vanille rein, bisschen Orange rein, was ihr mögt, Zimt rein, ein paar Nüsse rein, wenn ihr wollt. Mixen. Genießen. Geil. Mega gut. Zum Beispiel. Mehr Rezepte findet ihr auch auf Instagram bei mir, auf meinem Account. Ne? Noch eine Orange. Also ich habe ja 5 Stück insgesamt auch hier bestellt. Und ja. Auch das Tolle an Zitrusölen ist auch, die sind sehr stark reinigend. Ganz, ganz stark reinigend. Auf zellulärer Ebene. Und was man auch damit reinigen kann, ist zum Beispiel, wenn man jetzt Kinder hat, die verkleben sich mit Kaugummi die Haare, dann kann man ein Zitrusöl nehmen, Zitrone oder Orange oder Mandarine, egal. Und kann sozusagen die langen Haare retten und muss nichts abschneiden, weil der Kaugummi löst sich auf. Ne? Ganz toll. Hier habe ich noch ein Zitronengras in der Plus-Variante für mich bestellt, nachbestellt, weil auch da arbeite ich gerne mit in der Küche, besonders so bei thailändischen, asiatischen Rezepten und jetzt mittlerweile auch in der Rohkostküche. Also wer da Informationen zu haben will, schnackt mich gerne an. Dann habe ich auch noch das Nelke Plus für die Küche. Wunderbar. Ne? Ihr wisst, hat einen ganz hohen ORAC-Wert und lässt sich wunderbar dann zum Beispiel mit Rotkohlsalaten, ne? Mit besondere Weihnachtssalate oder so schön dann verwenden. Ne? Harmoniert ja wunderbar. Also an so einen Rotkohl in der Weihnachtsgeschichte kommt ja auch Nelke dran. Aber auch in so Sommersalaten, ne? Wenn man dann Rotkohl und Nelke und Zimt und solche Sachen mit dran macht, richtig geil. Dann habe ich hier noch Fenchel Plus mir geholt, also auch Fenchel für die Küche. Da könnt ihr, wer nicht Veganer ist, kann zum Beispiel Fenchelhonig sich selbst machen mit Fenchel Plus und hochwertigem Honig. Bei Young Living gibt es auch Honig, Lavendelhonig übrigens. Den kann man tatsächlich dann auch mit Fenchel noch aufwerten und kann dann so einen Fenchelhonig machen, den man dann vielleicht in Wasser auflöst und dann ja so schluckweise genießt. Ne? Und Fenchel ist auch sonst super, super lecker. Also man kann auch da wunderbare, schöne Sachen mitmachen. Ne? Irgendwelche leckeren Sweets, irgendwelche Art Bonbons. Ganz toll.
Ja, und was auch nicht fehlen darf, ist natürlich die Pfefferminze Plus. Die habe ich auch mehrfach mir bestellt. Die darf nie fehlen. Pfefferminze Plus trinke ich jeden Tag in meinem Wasser. Und die gehört ja mit zur Reinigung, also zur Zellularreinigung auch. Und ich liebe sie einfach. Sie erfrischt, sie nährt, sie klärt, sie fokussiert, sie macht wach. Ich liebe es, mit ihr den Tag zu beginnen und auch den Tag zu beenden. Also ganz, ganz toll. Ja. Dann habe ich hier noch ein Deep Relief mir nachgeholt. Das ist der hier. Darf nie fehlen. Kühlt. Bringt tiefes Loslassen, rolle ich mir gerne in den Nacken. Ah, wenn es so warm ist, zum Beispiel unter den Haaren, oh mein Gott, das tut so gut, es erfrischt, es macht auch wach und fokussiert, weil da ist auch die Pfefferminze als Verstärkeröl mit drin. Das ist einfach nur genial. Genialer Roll-on. Must have, immer in der To-Go-Tasche. Geiles Zeug, wirklich toll. Von allen Roll-ons mein Lieblings-Roll-on. Ah ja, hier kommt dann endlich noch mal die nächste Zahnpasta. Ah ja, hier noch ein Carvent-Diffuser. Davon hatte ich ja, glaube ich, fünf eigentlich bestellt oder vier, ich weiß nicht mehr. Mal sehen. Okay, hier noch ein Pfefferminze. Das müssen ja auch fünf werden. Noch eins. Noch eins und noch eins. Da sind die fünf. Sehr gut. Noch eine Zahnpasta. Und jetzt was Neues, was ich noch nicht kenne. Ich will ja immer jeden Monat versuche ich etwas dazu zu bestellen, was ich noch nicht gehabt habe und was ich wirklich auch verwenden will. Und ja, was ich neu integrieren will. Ne? Wie gesagt, 2013 habe ich ja dann diese Erfahrung gemacht und habe gesagt, ich muss alle Produkte, jedes Öl, alles. Nicht alle Produkte, nein, das ist nicht wahr. Ich wollte jedes Öl. Jedes ätherische Öl testen. Ja, was es tut in mir. Ich wollte es beobachten, wahrnehmen, erfahren, wie so ein Wissenschaftler und schauen, was es tut. Und allein deswegen lohnt es sich, einen reinen Körper zu haben, sich wirklich gesund zu ernähren und topfit zu sein, weil dann kann man am besten messen. Guck mal, das war schon wieder ein Reim, ne? So, das hier ist eine Eyeshadow-Palette und die heißt Savvy Minerals by Young Living Shadow Essentials Golden Hour Eyeshadow-Palette. Ja, und dann ist das halt hier darüber. Und dann sieht es so aus. Wunderschön. Dann hat es hier auch so einen Magnetverschluss. Sehr edel. Einen wunderschönen Spiegel für unterwegs. Einen Pinsel und vier schöne Eyeshadows. Und diese Eyeshadows, die will ich nicht unbedingt nur für hier benutzen, für den Augen, zum Schattieren oder so, zum Unterstreichen, sondern eben auch gerne für hier. Ne? Und dann würde ich zum Beispiel auch, muss nicht unbedingt ein Pinsel nur sein, mit dem ich da arbeite, sondern ich kann auch einfach, meinetwegen sage ich mal, will ich jetzt, was will ich denn? Ich will ein bisschen leichten Glow haben. Und zwar so ein bisschen Sommer. Glow, dann mache ich mir einfach hier so ein bisschen Summer Glow drauf. Und schon habe ich ein bisschen Summer Glow. Dann mache ich das auch noch auf die andere Seite. Man kann ja auch quasi mit Fingern malen, ne? Muss nicht unbedingt der Pinsel sein. Ne? Und dann hat man so ein bisschen Glow. Und dann kann man vielleicht hier auch noch auf den Nasenrücken so ein bisschen drauf machen. Und schon hat man einen ganz anderen Glow. Und dann würde ich zum Beispiel mal probieren, hier diesen dunkleren Glow, das ist so mehr so Kupferglow, den würde ich dann hier mir vielleicht ein bisschen dran machen. Nur so ein bisschen in diese Lidfalte rein, ne? So. Schaut mal. Tada! Wie schön sieht das denn aus? Geil! So, und das sind die Savvy Minerals, also die schlauen Mineralien.
Was heißt das denn, savvy? Ja, diese Mineralien sind schlau. Das heißt, die haben die Möglichkeit, während man sie trägt, die Haut zu entgiften, Giftstoffe an sich zu binden. Unsere Haut ist ja auch ein Ausscheidungsorgan, also ein, ja, wo wir entgiften drüber aus den Poren, ne? Dann schmeißen wir Sachen raus. Wenn es ganz, ganz schlecht ist, dann kriegen wir Pickel. Das ist ein Zeichen von Entgiftung, ne? Das will raus. Und weil wir halt keine andere Möglichkeit haben, die Organe überlastet sind, macht es das über Pickel zum Beispiel. So, und die Savvy Minerals, die binden sozusagen diese Giftstoffe an sich und dann kann man sie danach abwaschen, ne, am Abend. So, jetzt habe ich hier so ein bisschen was davon genommen. Sieht doch schon ganz gut aus, ne? Und wenn ich jetzt sagen wir mal, ich will jetzt hier noch meine, wie heißt denn das hier? Die hier noch so betonen, ne? Sagen wir mal, ich will die auch so ein bisschen noch, ja, dunkler machen, ne? Dann nehme ich mal diesen Ton hier. Horizon heißt der. Nur so. Und verwischt das so ein bisschen, ne? Ein bisschen. Und dann habt ihr gesehen vielleicht, hier ist jetzt noch was dran. Das verwende ich so, ne? Und dann nehme ich den anderen Finger, der nichts hat, und verstreiche das dann, weil es ist so ergiebig, das wird sonst zu dunkel. So, und dann hat man ganz schnell, zack, zack, nicht mal mit Pinsel, ein Make-up gemacht. Ne? Ganz toll. Und das wollte ich. Und das habe ich euch jetzt sogar ein bisschen gezeigt. Da freue ich mich drüber. Und natürlich kann man auch den Pinsel verwenden, aber das hätte mir jetzt auch zu lange gedauert. Und ich habe mich schon so oft auch einfach nur mit Fingern geschminkt. Und ich liebe einfach Hände. Also, ganz tolles Geschenk auch. Ne? Also wenn man weiß, dass jemand auf Schminke steht, na, und man weiß, dass so viel Müll im Umlauf ist, die sozusagen alle noch mit Giftstoffe zukleistern, statt die Entgiftung zu fördern. Da kann man sowas, wenn man seine Lieben lieb hat, nutzen und denen sowas schenken. Ne? So. Man, das glaubt mir ein bisschen zu doll hier auf der Nase. Nehme ich einfach wieder einen sauberen Finger. Mach das ein bisschen ab. So. Wunderbar. Ganz toll. Ich bin begeistert. So, dann sind wir noch nicht ganz fertig, aber fast. Das ist das Letzte. Und wer meine letzte ALS-Bestellung mitverfolgt hat, der weiß, was hier drin ist. Denn es ist ein flaches Paket und ich hatte das letztes Mal auch schon. Und letztes Mal habe ich das als Geschenk bekommen von Young Living. Und dieses Mal bekommt jemand anderes es als Geschenk. Aber dieses Mal habe ich es gekauft. Also man kann das jetzt kaufen, solange der Vorrat reicht. Und dieses Geschenk ist sehr dienlich. Und damit helfe ich auch jemandem, also dem ich das schenke, verhelfe ich zu mehr Nachhaltigkeit. Und zwar in der Küche. Und jetzt passt mal auf. Wunderschöne Geschenkpackung, ne? Plastikfreies Putzzeug für die Küche. Ist das nicht schön? Herrlich. Eine Gemüsebürste ist dabei zum Beispiel. Dann eine Spülbürste. Dann so eine Art, ja, tiefe Tassen, Schalen, Pipapup-Bürste und so weiter und so fort. Also es gibt einige Bürsten, die sind auch beschrieben, was für was ist. Und dieses Bürstenset, das ist wirklich auch ein wunderschönes Geschenk. Ja? Wenn man sowas verschenkt, dann schenkt man gleichzeitig auch Mutter Erde etwas, und zwar Erholung von diesem ganzen Plastikscheiß. So, das war's zu meiner
automatischen Lieferservice-Bestellung im Mai 2021. Wie gesagt, demnächst kommt noch ein Punktevideo, wo ich mit euch dann dasselbe mache und nur meine Punktebestellung mit euch auspacke und darüber schnacke. War schon wieder ein Reim. Ja, also wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch euch sowas zuzuführen und ihr keine Ahnung habt, wie ihr das machen sollt, ihr noch keinen Berater habt, dann schnackelt mich an und ich berate euch sehr, sehr gerne, kostenlos und umfangreich. Ich bin immer an eurer Seite und wenn ihr Lust habt, da einfach mehr zu erfahren, ne, dann in die Kommentare schreiben, mich anschreiben, eure Fragen stellen, ja, seid nicht auf den Mund gefallen, einfach raus damit, ne? Macht es dann jetzt gleich, verschiebt es nicht auf morgen, sondern wenn ihr was verändern wollt und euch Gutes tun wollt, dann müsst ihr einfach, wenn ihr es fühlt, es dann auch jetzt umsetzen. Das ist noch ein Erfolgstipp von mir, denn Erfolg kommt von Folgen. Das heißt, wenn man eine Eingebung hat und das Resonieren spürt, dann sollte man dieser Resonanz folgen. Dann kann auch der Erfolg eintreten in dein Leben. Ich reime sehr viel. Also meine Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr wieder zugeschaut habt, dass ihr diese wunderbaren Informationen mit mir gemeinsam genossen habt. Und ich freue mich auf ein weiteres Video. Ich freue mich, euch in einem anderen Video wieder zu sehen. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Likes. Ich freue mich auf eure Abonnements. Und ich freue mich über das Leben. In diesem Sinne, let there be peace among all beings of the universe. Mögen alle Wesen in allen Welten in Frieden und in bedingungsloser Liebe selbstbewusst sein. Bis bald.